Hallo, da sind Sie ja. Herzlich willkommen in unserem Atelier für elektronische Musik. Kommen Sie bitte ein bisschen näher, wir wollen Ihnen was vorzaubern. Elektronik. Klänge, Musiken, Effekte, Krimi-Effekte und so weiter. Alles hier in diesen Geräten, die Sie hier um sich sehen. Hier haben wir unsere Module, unsere Oszillatoren, alles mit Hebeln und Knöpfen. Keine Musiker, kein Dirigent. Wir zaubern das alles heute elektronisch. Nehmen wir an, es braucht jemand als Untermalung für ein Hörspiel oder für einen Film einen Sturmwind. Keiner wird auf die Idee kommen, mit dem Sturmwind draußen zu gehen, um mit dem Mikrofon einen Wind aufzunehmen. Das ist viel zu kompliziert. Es ist ja hier viel einfacher. Man nehme, und das ist ganz einfach, wir nehmen einen Rauschgenerator, führen ihn über einen Low-Pass-Filter, heben den Resonanzpunkt ein bisschen an, damit er etwas Heulen bekommt. Stecken wir die Steuerspannung eines Ribbon-Controllers auf den Kontrolleingang dieses Filters. Ganz einfach. Und nun bewegen wir einfach den Finger rauf und runter und wir haben den schönsten Sturmwind. Bitte. Sturmwind. Der nächste möchte gerne einen Kanarienvogel zwitschern haben. Na, es ist schwer, einen Kanarienvogel aufzunehmen. Gehen Sie mit dem Mikrofon vor den Käfig. Der wird natürlich überhaupt nicht zwitschern, solange er das Mikrofon sieht. Wir nehmen einen künstlichen Kanarienvogel. Wieder ganz einfach. Wir nehmen wieder den Low-Pass-Filter und drehen die Resonanz ordentlich auf, damit sie zwitschert. Und nun müssen wir noch eine Melodie finden, die rauf und runter geht. Dazu unser Sample and Hold, ein Zufallsgenerator, den wir auf den Low-Pass-Filter stecken. Und wenn wir jetzt also praktisch hier das Tempo dieses Low-Pass-Filters ändern, dann wird daraus wahrscheinlich tatsächlich ein Kanarienvogel. Bitteschön. Ein Kanarienvogel. Gut. Ja, so. Und wenn ich jetzt zu Ihnen spreche und Sie hören, dass Sie meine Stimme nicht mehr hören, dann haben Sie richtig gehört. Jetzt ist meine Stimme verschwunden plötzlich. Ich habe sie abgegeben gewissermaßen. Hier sitzt der Übeltäter, ein Vokoder. In diesem Vokoder wird die Stimme aus meiner Sprache entfernt und ersetzt in dem Fall durch einen Rauschgenerator. Ich spreche jetzt zu Ihnen mit einem Oszillator, mit einem Pulsoszillator, wie ein Roboter. Ich kann auch mehrere Oszillatoren stecken. Jetzt spreche ich mal dreistimmig zu Ihnen. Jetzt bitte ich mal drei über Gesang. Vereinen wir es beim Sprechchor jetzt. Da kann ich die Tonhöhe auf und ab bewegen und jetzt richtig wie ein Sprechchor zu Ihnen sprechen. Und das Allerschönste kommt jetzt, weil ich kann zum ersten Mal in meinem Leben singen. Wenn ich beispielsweise jetzt nur einen Oszillator nehme und den jetzt dazu benutze. Jetzt praktisch zu Ihnen zu sprechen, noch ein wenig ein Vibrato dazu. Ein Vibrato braucht man beim Singen, damit man sich den richtigen Ton aussuchen kann. Nun brauche ich nur noch im Text dazu zu sagen, vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Ralf, zieh mal meine richtige Stimme auf, damit die Leute das glauben. Das ist meine richtige Stimme. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch. La, 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 la. Und dann will ich mal die richtige Stimme wieder. Ich muss auch ab und zu meine richtige Stimme mal hören, sonst glaube ich das nicht mehr. Jetzt will ich mal eine Opernsängerin machen. Das ist ein bisschen anspruchsvoller Text. Passen Sie auf. Ich werde jetzt nur noch sagen, la, 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 la. Und die Melodie dabei spielen. Und wenn ich das Playback dazu höre, dann ist der komplette Eindruck einer Opernsängerin fertig. Bitte Playback ab. La 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 la